Es war ein spektakuläres Rennwochenende im portugiesischen Via Real. Auf der 5. Station der Tourenwagen-Weltmeisterschaft sollte der Stadtkurs so einige Überraschungen für den Oberlausitzer Rennstall Münich Motorsport parat halten. Alles begann mit einem haarsträubenden Unfall von Tom Coronel. Der Niederländer war aufgrund von Bremsproblemen in einen Notausgang des Stadtkurses geraten, der allerdings vollkommen ungesichert war. Er rutschte über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend seitlich in einen Transporter der Feuerwehr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Im Qualifying präsentierte sich Rob Huff und sein Citroën in ausgezeichneter Verfassung und musste sich am Ende nur dem ungarischen Honda-Piloten Norbert Michelis geschlagen geben. Im Eröffnungsrennen sorgten die Organisatoren dann für eine Premiere. Erstmals gab es eine sogenannte Joker-Runde, die im Rallycross schon gang und gäbe ist. Das Prinzip der Joker-Runde ist einfach. Einmal pro Rennen muss jeder Fahrer eine alternative Streckenführung fahren, die um einige Sekunden langsamer ist als der reguläre Streckenverlauf. Auf dem Stadtkurs in Via Real nutzte man dazu einen Kreisverkehr. Rob Huff konnte im Verlauf des Rennens 3 Plätze gut machen, belegte Rang 6 und hatte sich ja für das anschließende Hauptrennen den 2. Startplatz gesichert. Doch so hatte sich das der Brite nicht vorgestellt. Als die Rennampel auf grün schaltete, kam er kaum vom Fleck und fiel bis ans Ende des Feldes zurück. Danach setzte Huff aber zu einer ganz starken Aufholjagd an und ging mit spektakulären Überholmanövern an seinen Gegnern vorbei. Am Ende sprang sogar noch Platz 5 heraus. Huff sprach nach der wilden Hatz selbst vom Rennen seines Lebens. Nach der Hälfte der Saison rangiert der Pilot von Münich Motorsport auf Rang 7 der WM-Gesamtwertung. Mitte Juli gastiert die Tourenwagen-WM dann im fernen Argentinien.